Hallo und herzlich willkommen zu Disney Dreamlight Valley. Heute möchte ich euch mal mein Valley vorstellen, wie ich das so gestaltet habe. Ich habe jetzt insgesamt schon gut 800 Stunden in dem Spiel verbracht. Es ist viel passiert. Ich habe die einzelnen Biome ja schon mal in kleineren Videos einzeln vorgestellt. Seitdem hat sich noch einiges geändert. Ich möchte euch jetzt mal eine komplette Valley-Tour zeigen, damit ihr seht, wie ich das alles so gemacht habe. Wir fangen bei meinem Haus an. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier den Tisch der Zeit und meine Werkbank stehen. Grill mit Fleisch bestückt. Tisch und Stühle mit Dekor. Es ist immer wichtig, dass ich auch alles Mögliche dekoriere. Details, Details, Details. Hier haben wir das Haus von Figaro. Das gab es mal im Premium Shop. Sieht ganz hübsch aus. Da ist er auch schon. Freut er sich immer. Nett animiert. Ich habe hier auch immer noch Ostern, das ganze Jahr über. Ich lasse das auch so. Die Sachen sehen ganz nett aus. So wie dieser Eierbogen hier oder auch die Sitzgelegenheit, hier kann man sich hinsetzen und so ein Tisch mit Eiern drauf und ein bisschen angepflanzt als Deko, das ernte ich auch nicht. Wir haben gerade schönes Wetter, das ist schön, dann lohnt sich das ja richtig. So, hier habe ich jetzt die Monumentsteine, oder wie die heißen, habe ich jetzt in die Biome integriert. Die standen ja lange Zeit bei mir auf dem Schädelfelsen, also auf der Insel vor dem Schädelfelsen. Ich glaube, man kann die jetzt ruhig entfernen, da tut sich auch jetzt nichts mehr weiter. Ich bin mal gespannt, wann es da weitergeht. Wie ihr sehen könnt, viele Blumen, Bäume, Büsche, Bänke und Mülltonnen habe ich immer hingesetzt. Direkt gegenüber ist das Jeremy. Hier habe ich schon mal aus dem ersten Auftrag so einen Stuhl hergestellt, aus dem Schmiedeeisen. Da fehlt natürlich noch sehr viel. Aktuell habe ich, glaube ich, weiß nicht, 76 oder so nur auf Lager. Das spare ich mir für die Statue erstmal auf und dann später weiter mit dem Rest. Hier habe ich wieder einen Brunnen vorgestellt. Aus der Insel der Ewigkeit. Die mag ich ganz gerne. Ich habe hier auch mal Hecken benutzt. Hier soll noch mal ein Klavier hin. Hier auch ein Grill und ein Tisch mit Fleisch und Grillbesteck. Ein paar Stühle draußen, Tische. Hier diese Bodenfliesen mit dem Wasserspeier finde ich ganz schick. Habe ich auch viel benutzt. Hier habe ich diesen Ballon. Den gab es im Premium Shop. Können wir den mal ein bisschen besser sehen. Vielleicht von hier. Ja, so sieht das aus. Gefällt mir auch ganz gut. Gehen wir mal ein Stückchen weiter hier rüber. Hier habe ich schon seit langer Zeit einen Markt stehen. Oh, was ist das denn? Gar nicht gesehen. Sowas gibt es auch noch. Motivbeutel. Das sind eigentlich, ja, ich denke mal mehr oder weniger Platzhalter noch aus einer Zeit, wo ich nicht so viele Häuser hatte und ich nicht genau wusste, was ich da hinstellen kann. Hier eine schöne Statue mit den Mickey Mouse, Minnie Mouse und Donald. Habe ich auch mit Blumentöpfen dekoriert und Bänke davor. Hier ist Christophs Stand. Dann hätten wir hier noch Mulans Teestand, den ich ja lieber auf der Insel der Ewigkeit haben würde. Schade, dass das aktuell nicht geht. Ich hoffe, die Entwickler ändern das noch. Wobei die das ja bei Gastons Stand auch nicht geändert haben. Habe ich aktuell wenig Hoffnung. Hier haben wir dann das Haus von Remy. Habe ich einen kleinen Gemüsegarten angepflanzt als Dekoration. Wird auch nicht geerntet.
Hier gegenüber habe ich dann die Äpfelbäume hingesetzt, mit Spalier davor, so als kleinen Garten. Hier ist das Geschäft von Dagobert Duck mit einem Schild, das darauf hinweist. Ein bisschen dekoriert mit diesen Goldschätzen, den man auch aus der Insel der Ewigkeit bekommen hat. Hier ist ein erster Kreuzer, schön zu stehlen. Panzerknacker würden sich freuen. Mein Sammler, den habe ich auch in jedem Biom stehen. Ich erzähle Slinky von dem Hi Spiel. Woody. Boah, er wird mir nicht glauben. Wie ihr seht, habe ich hier viele Birken hingesetzt als Bäume. Die passen ganz gut. Die habe ich hauptsächlich am Hauptplatz und auch auf der friedlichen Wiese. Hier dieser Blumenbogen und eine Picknickdecke hingestellt. Wundert euch nicht, dass das alles ein bisschen unaufgeräumt ist bei mir. Ich lasse das alles stehen für den nächsten Sternfahrt. Gibt es ja immer wieder diese Aufgaben, 50 Nachtdorn entfernen. Ich glaube, die Aufgabe kommt 2 bis 3 Mal, je nachdem. Dann geht das nachher viel schneller, die zu entfernen. So, dann gehen wir mal vom Hauptplatz zur friedlichen Wiese. Hier habe ich dieses Metallschild hingestellt, Mickey Maus Metallschild. Und am anderen Ende ebenfalls. Passt ganz gut so als Einleitung zum Mickey Maus Bereich, sag ich mal so. Hier auch wieder der Sammler. Es hat alles hier so ein bisschen Schrebergarten-Feeling. Hier ist dieses lila Haus, was es mal im Premium Shop gab. Es war, glaube ich, auch schon ein paar Mal jetzt drin. Hier habe ich eine Hütte hingestellt. Da sind diese Kaninchen hierher. Die habe ich da hingesetzt. Die sind noch aus dem Event. Welches war das jetzt gleich? Weiß ich gerade nicht mehr. Wie ist denn das Event noch? Na egal. Auf jeden Fall hier dieses blaue, rosane Kaninchen und so weiter. Die hoppeln hier rum. Hier hätten wir dann das Haus von Mickey Maus. Auch immer dekoriert, alles mit Büschen, Stein, Deko, also jede Menge benutzt. Hier steht ein Fahrrad davor. Ich habe auch immer vor den Häusern noch so Lampen gesetzt und einen Briefkasten. Hier sind Mickey Maus, Kürbis. Vogelhäuschen, auch hier wieder Tisch mit reichlich Deko drauf und ein Grill. Immer zugesehen, dass man hier so einen kleinen Platz hat. Das stört mich mal gerade hier. Weg damit. Auch immer Blümchen hingesetzt. Das ist hier der Mickey Maus Bereich. Gegenüber dann, wie passend, Minnie. Hier wohnt da Minnie Maus. Auch einiges an Deko wieder hier benutzt, Stühle und Tische, eine Bank, viele Blumen und einen kleinen Garten wieder als Deko angelegt, Tomatengarten. Gehen wir mal hier rum, hier ist Goofys Stand und der Bereich vom Wolli, auch hier wieder dieser Brunnen, der wird euch noch öfter begegnen. Hier haben wir dann Wollis Bereich. Mit so einer rostigen Bank, rostige Mülltonne und eine rostige Laterne. All die Sachen gab es mal bei Onkel Dagobert. Auch hier im Fahrrad mit einer Aufladestation. Hier ist dann Wollis Garten. Hier auch noch ein bisschen dekoriert mit der Vogelscheuche zum Beispiel. Hier ist ein Tisch mit den Blümchen drauf. Hier ist das alles steht Kopfhaus. Mit dem Soundbug, wie ihr hören könnt. Eieieiei, ich hoffe, das wird mal bald behoben. Das ist Bing Bongs Bollerwagen. Ich noch so ein Schild hingestellt, auch aus dem Volley-Bereich. Hier ist dann Goofys Haus, auch wieder mit Briefkasten und Bank davor,
Hier habe ich noch meine Werkbank. Das habe ich hauptsächlich so naturbelassen mit dem Teich. Nur ein bisschen Büsche und eine Bank hingestellt. Ideal für Angler. Hier auch wieder dieses Monumentstein. Wie ihr sehen könnt, immer wieder Bänke, Mülltonnen, viele Blumen. Hier habe ich mich mal für diese Lampen entschieden, in Orange. Da gibt es ja jetzt aktuell auch im Dagobert Shop die Mickey Maus Lampe. Die würde ich dann ersetzen, wenn ich die mal habe. Hier die Turmuhr. Und hier ist Bells Bibliothek. Habe ich dekoriert mit Büchern davor. Hier stehen die Bewohner immer und gucken mal hin. Der hat hier einen kleinen Bug anscheinend. Zitterkopf. Hier ist das hässliche Entleinbuch. Gaston schaut sich die Uhrzeit an. Auch hier habe ich jetzt mal diese Gullideckel benutzt. Ich selbst mag die eigentlich nicht so gern. Ich habe die lange nicht benutzt gehabt. Ich finde die eigentlich ein bisschen zu groß. So kleinere wären mir lieber gewesen. Vielleicht auch mal in einer anderen Form. Rund zum Beispiel. Das wäre mal wünschenswert. Hier habe ich dann einen Mickey Maus Brunnen stehen als Zauberer. Und den Wasserturm. Gehen wir mal hier, wie ihr wieder seht, wieder der Brunnen. Das ist auch gerade im Weg. Weg damit. Hier habe ich diesen Zen-Garten stehen. Und auch wieder ein Garten als Deko. Hier Karotten. Dieses Haus gab es, glaube ich, mal für alle geschenkt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, auch einen kleinen Bereich angelehnt. Hier ist auch wieder was im Weg. Hier haben wir die Himbeeren und eine Toilette. Spaliere drumrum. Auch ein Tisch und viele Blumen. Gehen wir wieder zurück. Hier habe ich noch so eine Käfiglaterne hingestellt. Sieht auch ganz nett aus. Jetzt gehen wir mal zum schillernden Strand. Auch hier wieder dieser Mickey Maus Bogen. Achso, ganz vergessen, hier haben wir noch Daisy stehen. Die musste ich hier noch so hinquetschen. Hatte nicht mehr viel Platz. Mit der Spülmaschine oder Wäschetrockner, was das ist. Aus dem Sternpfad. Auch wieder ein Tisch mit Cupcakes drauf. Und ein Schachbrett. Schade, dass die Cupcakes nicht mehr so glänzen. Weiß ich nicht, warum die Entwickler das geändert haben. Hat mir vorher besser gefallen. Dann kommen wir jetzt mal zum schillernden Strand. Hier habe ich so einen kleinen Abschnitt gebaut, wo die Leute liegen können, sich sonnen können. Bulli am Angeln. Surfbrettern. Baywatch lässt grüßen. Ja, auch so Laternen hingestellt. Strandlaternen. Geschmückt mit Muscheln. Und hier auch Energy Drinks. So Dosen. Viele Palmen natürlich hingesetzt. Das gehört ja passend dazu. Immer zugesehen, dass ich auch die passenden Pflanzen für die Biome genommen habe. Ich habe selten irgendwie gemischt. Hier ist das Haus von Mike und Sully mit Getränke und Snackautomaten, Lachkanister. Hier habe ich meinen dunklen Bambuszaun genommen. Den hatte ich bisher noch nie gehabt. Auch Laternen davor gestellt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass man mit dem Gerät interagieren konnte. Ich meine schon.
scheint auch wieder, genau wie bei den Karussells, nicht zu funktionieren. Schade. Wo sieht das dann hier aus? Hier Steine hingestellt, passend zu dem Biom. Ein Eiswagen. Hier habe ich mal Bambusbänke benutzt. Und noch das Schild aus der Comedy Night, aus dem Vanellope-Quest. Hier aus dem Stitch-Traumbündel habe ich Stühle und Tische hingestellt mit Deko darauf. Hier liegt ein Eis in der Sonne. Hier habe ich die Bretter benutzt als Boden. Auch sehr gut, sieht ganz gut aus so. Ja, ein Gemüsestand aus dem Stitch-Bereich. Hier wohnt dann Stitch. Hier habe ich seinen Bollerwagen mit seinen Figuren draufgestellt. Ein Stühlchen davor, ein Wäschekorb. Ist auch gerade mal im Weg. Hier steht dann sein Raumschiff. Hier habe ich als Boden, habe ich hier immer diese Pflastersteine genommen. Die sehen ganz gut aus dazu. Schade, dass es nicht so einen Sandweg gibt. Hier ist dann der Donald mit seinen Schildern davor. Hier habe ich die Bananenbäume stehen, zumindest zwei. Hier auch aus dem Stitch-Traumbündel das Auto. Kann ich übrigens nur empfehlen, dieses Traumbündel. Das lohnt sich wirklich. Da kriegt man viele schöne Sachen. Zwar keine Quest, aber dafür nette Deko-Gegenstände. Hier habe ich mal so einen kleinen, ja, wie soll man es nennen? So einen antiken Bereich, so einen versunkenen Bereich. So Überreste, Ruinen. Palm dekoriert, hier in dem Hintergrund auch wieder der Sammler. Ich fass es nicht. Ich hab viele Büsche hingestellt. Das hatte ich hier mal als Deko für meinen Dream Snaps benutzt. Kann ich euch mal zeigen. Das Ergebnis war leider enttäuschend. Das war jetzt, wo man die mit den dieses Einjährige feiern sollte mit vielen Dorfbewohnern. So sah das dann aus. Das war vielleicht eine sehr schwierige Aufgabe, die da alle hinzukriegen, zumal ich da zwischenzeitlich immer Häuser besucht habe und ich mich gewundert habe, warum die wieder alle weg waren. Das ganze Spielchen ging zweimal, bis ich es dann gecheckt hatte, dass ich keine Häuser besuchen darf. Ja, das war meine Party einjähriges. Diesen Pokal hatte ich leider nicht gehabt. Da fehlt mir noch ein bisschen was für. Ja, dafür habe ich dann auch nicht viel bekommen. Leider nur 1200 Mondsterne. Ein bisschen mehr hatte ich mir erhofft. Na gut, kann man nichts machen. Da habe ich das Foto dann gemacht. Aktuelle Herausforderung. Das Foto habe ich gestern gemacht. Ja. Das finde ich eigentlich ganz hübsch geworden. Mit einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wie auch immer. Mit Vajana dabei und hey, hey. Habe ich Glück gehabt, dass Donald da saß und auch Wally dabei ist. Ich finde das ganz passend. Also Thema ist mit Sicherheit gut getroffen. Bin ich mal gespannt, was das als Ergebnis nachher bringt. Und davor war dann das Mulan-Thema. Das war mein Beitrag dazu. Finde ich auch sehr hübsch. Da hoffe ich mal auf ein paar mehr Mondsteine. Habe ich auch schön dekoriert. Kann ich euch später mal zeigen, wenn wir auf die Insel der Ewigkeit gehen. In einem anderen Video. Bin ich mal gespannt, was das so ergibt. So, das war so ein kleiner Ausflug in Dream Snaps. Wie ihr gesehen habt, ihr schon mal hier der Vajana-Bereich. Auch sehr viel dekoriert. Direkt nebenan haben wir Eriks Schloss. Da habe ich jetzt nicht ganz so viele Deko stehen, jetzt mit Ausnahme von der Statue.
die zum Meer weist. Und daneben haben wir Ariel. Die finde ich am unpassendsten hier eigentlich. Mit dem Thron davor, wo man auch leider nichts machen kann. Ich weiß immer nicht so recht, wohin mit Ariels Haus. Jetzt habe ich sie erstmal hier stehen. So ganz zufrieden bin ich nicht damit. Aber wie ihr sehen könnt, wirklich sehr, sehr viele Palmen benutzt, so wie sich das gehört für den Strand. Hier so ein Pool. Hier ist ihr Schiff. Hier habe ich ein Kanu hingestellt. Und da ich jetzt hier endlich den Platz hatte, da die Steine ja weg waren, habe ich hier jetzt den Bereich vom Maui gemacht, mit seiner Statue, ein bisschen Deko davor. Auch wieder diese Holzbretter benutzt und hier sein Haus. Auch hier habe ich dann die Kokosnussbäume und die anderen Bananenbäume hingestellt. So sieht das dann aus. Finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Gehen wir mal wieder zurück. Hier habe ich noch eine große Muschel stehen. Würde ich sagen, da wir jetzt gerade schon mal hier sind, gehen wir mal zum Wald der Tapferkeit hoch. Hier habe ich auch wieder so ein Banner hingestellt. Eigentlich ganz passend als quasi Wegweiser für den Strand. Auch aus dem Volley-Bereich. Habe ich auch bei Onkel Dagobert bekommen. Hier die Blaubeerbüsche und die Dreamlight-Bäume quasi als ja, Art Allee gemacht. Sieht sehr schön aus mit dem Glitzer davor. Als Boden habe ich hier diesen Waldboden, fand ich ganz gut genommen. Auch wieder sehr viele Steine, so als Abgrenzung. Hier habe ich mal rote Lampen hingestellt. Kleinen Wald. Ich wollte auch mal diesen Waldaspekt belassen. Also habe ich hier auch sehr viele Bäume hingestellt. In diesem Fall Tannenbäume. Brunnen mit dem Wassereimer. Ist ja schon wieder Wolli. Der ist auch überall zu finden. Auch mit seinen Büchern dekoriert. Sein Fernglas und hier Excalibur. Das ist hier der Bereich von Merlin. Auch zwei blaue Lampen mal da vorgestellt. Fand ich passend farblich ganz gut dazu. Gegenüber haben wir das Pilzhaus. Es gibt noch so leuchtende Pilze jetzt. Die habe ich bisher noch nicht gehabt bei Onkel Dagobert. Wenn ich die mal habe, würde ich die hier auch passenderweise mit den Pilzen dekorieren. So sieht das dann aus. Das Pilzhaus. Direkt so schräg gegenüber habe ich das Blumenhaus stehen. Natürlich mit vielen Blumen dekoriert. Auch hier habe ich viele grüne Bänke und Mülltonnen genommen. Kommen wir hier den Weg entlang zu Gaston. Ich habe öfter auch mal hier so einen Baumstamm als Sitzplatz genommen. Kann man sich dann draufsetzen. Das ist dann hier Gastons Haus. Hier sein Kumpel, wenn auch nur als Puppe. Was ich irgendwie nicht ganz verstehe hier mit dem mit der Wasserpumpe, man kann interagieren, dann bewegt sich das, aber Wasser kommt leider nicht raus. Gut, kann natürlich daran liegen, dass es kein Wasser mehr gibt, das weiß ich nicht. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn hier ein bisschen Wasser rauskommen würde. Ich habe hier nochmal einen Eimer Wasser davor gestellt. Mit Fässern auch hier ein paar dekoriert. Hier haben wir mal einen Grillplatz. Und für seinen Bizeps, wie er mal so schön sagt. Hier ist sein Sitz. Und
zum Bogenschießen eine Scheibe hingestellt. Die gab es, glaube ich, alle auch aus dem Gaston-Quest. Auch für die Hygiene wurde gesorgt. Hier kann er baden. Hier liegt dann nochmal eben Aquamarin rum. Nicht gesehen. Ja, das wäre dann der Bereich von Gaston. Jetzt habe ich hier in der Mitte auch die andere Uhr hingestellt. Die finde ich ganz passend dazu. Hier wieder dieser Stein. Hier habe ich jetzt mal einen kleinen Zeltplatz angelegt, auch wieder mit Bäumenstämmen als Sitzmöglichkeit. Ich wollte auch mal diese Zelte benutzt haben. Hier so als kleiner Gag. Ich habe jetzt immer wieder mal ein Haus hingestellt mit Tieren. In dem Fall hier Waschbären und Eichhörnchen. Versucht ein bisschen zu verstecken. So ganz geht das leider nicht. Sonst kommen die da nicht mehr weg und bleiben überall hängen. Damit mal ein bisschen mehr Leben ist, dachte ich mir so. Habe ich jetzt ab und zu mal dieses Häuschen mit den Tieren benutzt. Hier haben wir dann Goofy-Stand gegenüber. Das wäre dann hier die Schöne und das Biest, der Bereich. Auch hier wieder diese Blumenbögen benutzt. Eine kleine Allee von Zitronenbäumen. Hier ist dann das Blumenhaus, wo man Blumen kaufen kann. Das war, glaube ich, aus dem Mushi-Quest, dieser Farbklecks-Test. Habe ich dann hier hingestellt. Hier gegenüber dieser Brunnen mit einem Piano, Harfen. Und hier ist dieser Guten Morgen, Partner. Teewagen. Da stehen sie immer gerne wie gebannt vor allen Bell und starren da stundenlang hin. Guter Magnet. Auch hier wieder dieser Käfiglaternen. Hier haben wir dann das Schloss. Hier habe ich wieder Hecken benutzt. Viele Lichter, Feuerlampen, das romantische Abendessen. Als Weg oder Platz habe ich hier mal diesen weißen genommen. Finde ich irgendwie passt ganz gut dazu. Hier nochmal die Kürbiskutsche. Die stand mal ursprünglich im Land des Vergessens bei der Oma. Das sind hier diese Parkleuchten aus dem Disney Park. Passt aber irgendwie auch ganz gut dazu. Deswegen habe ich die hier auch mal hingestellt. Hier habe ich noch einen Marmorbrunnen stehen. Hier mal diese Bäume benutzt. Hier dann auch wieder Bänke, Mülltonnen, Bänke, Mülltonnen, Bänke, Mülltonnen, Büsche, Bäume. Hier habe ich noch einen kleinen, ja, auch eine Art Campingplatz hingesetzt mit reichlich Essen drauf als Deko. Ein Bärenstuhl oder Sitz. Ich ganz vergessen hier noch zu zeigen. Hier habe ich das auch noch mal gemacht mit dem Häuschen und den Tieren. Da ist ein Waschbär, da ist ein Eichhörnchen. Damit halt mal mehr paar Tiere mehr hier rumlaufen. Dann kommen wir jetzt hier. Hier habe ich noch eine Picknickdecke stehen mit der Rose. Kommen wir jetzt mal hier zu dem Bereich eisige Höhen. Da habe ich nicht ganz so viel Deko für, vor allem das ganze Weihnachtszeug, was es so gibt, habe ich noch nicht. Wenn das mal irgendwie im Shop nachzukaufen gibt, werde ich mir da sicherlich auch das eine oder andere mal zulegen. Hier habe ich eine Eskimo-Hütte, ein Iglo, eine schneidende Wolke davor, einen Schneemann. Man kann auch, wie ich finde, mit den vorhandenen Sachen, was gerade so Bäume angeht, Büsche und Wege und so weiter, kann man eigentlich auch ganz schön dekorieren, selbst wenn man nicht ganz so viel hat. Das gibt es ja alles von Anfang an, kostet ja auch nichts.
kann ich nur empfehlen, macht das dann so, wenn ihr nicht so viel besitzt. Hier ist dann das Schloss von Anna. Hier habe ich den Weihnachtszug hingestellt mit Geschenken davor und einen Weihnachtsbaum in der Mitte. Hier ist so ein Eisbogen, den ich aus dem Premium-Shop habe. Hier habe ich viele diese winterlichen Bänke genommen als Deko. Und hier auch nochmal ein Brunnen und die Bergfestung aus dem Premium-Shop. Sieht auch ganz nett aus und passt vor allem sehr schön hier hin in diese Ecke. Immer zugesehen, dass ich auch noch überall dran komme. Hier haben wir mal die blauen Laternen. Hier habe ich eine kleine Eisburg, Schneeburg hingestellt. Und hier ist die Statue von Anna. Auch sehr viele Steine hier wieder hingesetzt. Hier ist mein Sauger. Familie Schneemann. Quasi als Eingangsbereich hier diese Löwen genommen. Aus der Schöne und das, die Schöne und das Biest. Passt irgendwie farblich hier ganz gut hin. Wie ihr sehen könnt, also so viel ist jetzt hier nicht. Hauptsächlich mit dem Dekomaterial gearbeitet, was man so von Anfang an hat. Daneben ist noch der Schlitten, sehe ich gerade, habe ich vergessen zu erwähnen. Irgendwie steht der Christoph ja auf Schlitten. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Die Eiskönigin steht noch auf meiner To-Do-Liste. Gestern hatte ich aktuell Trifft die Robinsons geguckt. Bin mit den meisten Filmen bald schon durch. Ein paar fehlen mir noch. So, das war dann der Wald der Tapferkeit. Gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, zur sonnigen Ebene. Dort habe ich meinen Freizeitpark stehen. Hier auch dieses Surfbrett aus dem Traumbündel von Stitch. So, da habe ich hier mal diesen Kopfsteinpflasterweg nochmal genommen. Der gefiel mir sowieso am besten, wie ich den ja auch schon hier habe. Auch wieder hier der Brunnen als Eingang und Ballons vor dem Eingang zum Park. Den es auch mal im Sternfahrt gab und später war es, glaube ich, auch nochmal im Premium-Shop zu haben. Hier die Kakaobohnen. Hier habe ich mal ein paar grüne Laternen hingestellt. Hier ist ein Wegweiser zur Mine. Das kann man individualisieren. Hier kann man verschiedene Zeichen nehmen. In dem Fall war ja dieses Bergbauzeichen mit der Spitzhacke ganz gut. Hier habe ich dann Minenwagen hingestellt, auf dem Gleis drauf. Schade, dass das immer noch nicht so hundertprozentig drauf passt. Bei der Lok von Oscar haben sie es ja gemacht, haben sie ja angepasst an die Gleise. Schade, dass sie nicht die Mühe gemacht haben, das auch bei den Waggons zu machen. Naja, nicht gut durchdacht das Ganze. Hier wären wir dann bei Daisys Boutique. Da mache ich so ziemlich gar nichts. Also ich bin auch jetzt nicht so der Design-Fan und bei Dream Snaps macht das ohnehin keinen Sinn. Müsste man ja dann auch jetzt ausblenden. Von daher belasse ich es dabei, gebe ich mich also nicht weiter mit ab. Hier habe ich mal viele Kakteen als Deko genommen, als Blumen. Hier daneben auch nochmal ein Spielerhaus für Mike und Sully gemacht. Auch hier nebenan nochmal eine
Werkbank stehen und ein Teppich davor. Hier ist wieder mein Sammler. Falls ihr euch jetzt fragt, wo Scar ist. Scar habe ich auf die Insel der Ewigkeit verbannt. Da kommen wir dann mal später zu, zeige ich euch. Betreten wir jetzt mal meinen Vergnügungspark, meinen Freizeitpark. Hier habe ich Bänke hingestellt, Ballons, Blumen, auch wieder dieser Marmorbrunnen. Und hier sind nochmal diese Parkleuchten. Hier ist dieser Howden Lucas, den ich auch aus dem Shop von Onkel Dagobert habe. Viele Ballons hingestellt. Das Karussell geht, ja, das funktioniert mal. Genau wie das Riesenrad, das dreht sich immer. Ich hoffe, die fixen das bald mit den Karussells, die nicht funktionieren. Hier mal ein Snackautomat. Und hier ist das, wie ist das? House of Horror? Ne, Hollywood Tower. Hier ist nochmal ein hübscher Brunnen mit Mickey Mouse und Minnie Mouse. Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich gewesen, da überall ein bisschen mehr Platz zu benutzen. Mehr Abstände zwischen den einzelnen Karussells. Wäre wünschenswert gewesen, aber aus ja, wenig Platz kann man nicht viel machen. Hier habe ich auch immer die weißen Zäune quasi drumherum gesetzt. Schade, dass es die nur in weiß gibt und nicht noch in anderen Farben. Für mehr Abwechslung würde ich mir wünschen. Hier in dem Park diese Lampen genommen, auch aus dem Sternfahrt. Disneyland Sternfahrt. Hier ist ein Fotoapparat. Kann man leider auch nichts mitmachen. Fotofixvögelchen. Wer kennt das nicht? Ja, Wolli war schon hier. Schade, dass man mit so wenig Gegenständen auch interagieren kann. Das Karussell funktioniert leider gar nicht mehr. Traurig, traurig. Hier auch Mülltonnen aus dem Sternfahrt hingesetzt. Das sollte, glaube ich, gehen. Ja, das funktioniert. Hier habe ich eine Sitzfläche in der Essecke hingestellt mit dem Brezelstand, dekoriert mit Blumen, Ballons, die Uhren aus dem Premium Shop, die Parkuhren, gab es glaube ich 3 oder 4 verschiedene von. Hier ist dann die Partnerstatue. Hier auch nochmal eine Sitzfläche mit Erfrischung. Ich habe auch immer Popcorn, Cupcakes und solche Gegenstände auf die Tische gestellt. Auch Tisch und Stuhl, alles aus dem Sternfahrt. Genau wie diese Zäune hier. Das funktioniert leider auch nicht. Aladdin müsste aber gehen, ja. Das funktioniert, das Aladdin-Karussell. Hier habe ich jetzt das Kamel stehen, gab es auch im Sternfahrt. Das funktioniert auch, speit Wasser oder spuckt Wasser. Ganz witzig. Alien-Karussell dreht sich unermüdlich. Mit ein paar Aliens davor dekoriert. Da weiß ich gar nicht, was das genau darstellen soll. Gab es auch im Sternfahrt, im Disneyland-Sternfahrt. Souvenirwagen habe ich aus dem Premium Shop nachgeholt. Den gab es im allerersten Disneyland Sternfahrt. Fürs Bedürfnis, natürliche Bedürfnis ist hier auch gesorgt. 2 Toiletten. Und hier auch aus dem Shop von Dagobert. Kann man leider auch nichts mitmachen. Diese Bank auch aus dem Disneyland, Sternfahrt, die Eisstielbank. Hier nochmal ein Ratatouille-Brunnen. Kann man mit interagieren, dann kommt Wasser aus den Flaschen. Hier ist
Bingo Bongos, Süßigkeitenstand. Ja, auch nur reine Deko. Keine Funktion, sehr schade. Hier nochmal so ein Stein. Hier habe ich mal ein paar, wie nennen die sich, Affenbrotbäume hingestellt, die ursprünglich ja auch zu diesem Biom gehören. Aber auch wieder mit Birken gearbeitet und mit diesen roten Ahornbäumen. Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Irrgarten. Ja, auch wieder eine kleine Sitzecke mit dem Popcorn-Eimer. Da kann man mit interagieren, dann gehen die auf. Popcornwagen. Auch aus Onkel Dagobert Shop. Hier ein Stand kann man, das zoomt irgendwie ein bisschen automatisch rein, aber machen kann man leider nichts damit. Auch wieder Bänke, Mülltonnen hingestellt, Ballonbogen aus dem Pride Event oder Pride Tag. Da gibt es aktuell Codes für, da kann man sich die kostenlos holen. Kommen wir hier zum Irrgarten. Das sind Brunnen. Sind jetzt aber nicht besonders hübsch. Ich finde die auch irgendwie viel zu wuchtig, zu breit, zu groß. Ist irgendwie nicht besonders schön. Die gehörten zusammen mit dem Irrgarten dazu. Aus Platzgründen konnte ich das leider nur so andeutungsweise machen. Wäre mir also lieber gewesen, das größer zu machen, aber da braucht man ja schon bald ein halbes Biom dann für. Also habe ich hier nur ein kleines Stück gemacht. Überall wächst und wuchert hier das Unkraut. Der ist jetzt gerade im Weg. Hier auch die Raupe als Statue, eine Bank hingestellt. Da geht es auch nicht weiter. Hier die Grinsekatze. Sieht sehr schön aus, finde ich. Das gehört da alles zusammen. Zu dem Set Irrgarten. Glaube ich, war auch im Freizeit. Ne, ich glaube, das gab es extra im Premium Shop. Ich meine, das wäre extra gewesen. So, das war also mein Freizeitpark. Wie gesagt, aus Platzgründen ist das leider alles sehr dicht beisammen. Ich hätte da lieber mehr Abstände gehabt. War aber nun mal nicht möglich. Da wir jetzt schon mal hier sind, gehen wir mal zum Land des Vergessens, wo ich auch noch nicht ganz so extrem viel für habe. Fehlt mir auch noch viel an Deko, die es zum Beispiel im Halloween-Event oder so gab oder auch aus dem Premium-Shop oder Sternfahrt habe ich viele Sachen nicht. Hier habe ich das Haus der Oma stehen, das habe ich ja auch so gelassen. Hier einen kleinen Platz, da stand mal der Kürbiswagen. Gucken, ob ich den da mal wieder hinstelle. Hier habe ich mal diese blauen Laternen genommen. Immer so im Wechsel, der Dreier und dieser Einer. Hier ist Goofys Stand und gegenüber habe ich mir einen kleinen Garten angelegt. Das ist quasi meine finanzielle Wertanlage. Hier habe ich einen Sauger stehen. Kennt ihr ja. Ach, Sauger sei schon. Gärtner. Quatsch, Sauger. Natürlich Gärtner. Hier gegenüber das Haus von Jack Skellington. Dekoriert mit einigen Kürbissen, die schön aussehen, wenn es dunkel ist und wenn die an sind. Hier sein Stuhl und so eine Tafel. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das war auch alles aus dem Jack Skellington Quest. Hier dieser Baum, womit alles anfing. Sein Weihnachtsbaum. Wie ihr seht, ich habe immer wieder auch noch diese Anstecknadeln rumliegen. Ich habe da so viele von in den Kisten, dass ich die
erstmal alle hier liegen lasse. Mich aktuell keine Verwendung für. Auch wieder das gleiche Spielchen hier mit den Raben. Ein bisschen versteckt sein das Haus. Flattern die hier so rum. Auch hier immer wieder diese Dornen als Deko benutzt. Und diese Stachelbeeren. Hier ist dann das Haus, das man nicht verschieben kann. Oder beziehungsweise dieser Baum. Was mich persönlich jetzt nicht stört. Ich finde, man kann den auch so ganz gut dekorieren und in das Biom einfügen. Also ich müsste den jetzt nicht zwingenderweise umstellen müssen, können, wollen. Ich finde, es sieht auch so ganz gut aus. Auch hier mit diesen Zäunen, die hier sehr passend sind in dem Biom. Die habe ich auch nur hier benutzt. Hier wieder dieser Stein mit den Dornen drumherum. Den Weg habe ich hier auch so belassen. Passt, finde ich, sehr gut dazu. Hier habe ich mir nachgekauft aus dem Premium Shop das Albtraumschloss. Kessel hingestellt und Knochen. Möchte gar nicht wissen, was für Knochen das sind. Ich hoffe, es sind keine menschlichen. Wer weiß, was hier so abgehalten wird. Hier habe ich mal diese Dornsäulen an den Ecken hingestellt. Fand ich sehr passend. So, das war's eigentlich auch schon. Viel mehr habe ich aktuell nicht da für dieses Biom. Wie gesagt, da fehlt mir noch viel. Hier ist nochmal dieser Feuerbrunnen, der mir den Weg hier leider wegmacht. Ich weiß nicht, warum das bei manchen Gegenständen so ist. Bisschen ärgerlich. Naja, kann man nichts machen. Es gibt ja, glaube ich, noch so ein Spukhaus. Das habe ich noch nicht. Das würde ich hier noch hinsetzen. Oder auch so Sachen. Es gibt, glaube ich, auch einen Sarg und ein Auto dafür. Das würde ja auch noch ganz gut hinpassen. Hier habe ich mal diese skurrilen Figuren hingestellt. Woher die genau waren, weiß ich gar nicht. Ich glaube, konnte man bei Onkel Dagobert kaufen, wenn ich mich nicht täusche. Hier habe ich meine Säckchen abgestellt, Kleider und Möbelsäckchen. In der Regel habe ich das schon immer alles gehabt. Damit ich Platz im Inventar habe, ich mag das nicht so unaufgeräumt. Ist also ziemlich leer aktuell. Deswegen habe ich die erstmal hier abgestellt. Irgendwann packe ich die auch mal aus, aber da erwarte ich jetzt nicht wirklich was. So, das war dann auch nochmal das Land des Vergessens. Ein Biom haben wir noch. Und das wäre die Lichtung des Vertrauens. Gehen wir jetzt mal schnell dahin. Turbo anschmeißen. Ja, hier hänge ich immer gerne fest. Na, Kamera zu schnell gedreht. So. Dann wären wir hier. Also hier die Lichtung des Vertrauens. Hier habe ich auch diesen schlammigen Pfad genommen als Weg. Hier ist dann das Haus. Der Wagen vom Buzz Lightyear. Ich weiß nicht, warum der gerade so einen Campingwagen hat. Den Gag habe ich mir abgeschaut mit den Reifenspuren. Grüße gehen raus. Fand ich ganz witzig. Habe ich also nachgemacht. Hier ein Campingtisch mit reichlich Essen drauf. Hier gegenüber Goofys Stand, dekoriert mit Stein, Bäumen, Büschen, Pflanzen. Hier ist auch wieder die Säule, diese Steinsäule. Hier ist dann das Karussell vom Buddy. Passte sowieso nicht mehr auf meinem in meinem Freizeitpark. Ich finde das aber auch so wegen den Dekobüschen drumherum, Dekopflanzen, passt das sowieso irgendwie nicht so ganz dahin zum Thema Freizeitpark, finde ich.
Ich habe den erstmal hier belassen. Hier haben wir auch nochmal grüne Laternen genommen. Hier hat sich noch nachträglich einiges dekoriert an Steinen, Büschen und Pflanzen und Bäumen. Hier auch aus dem Premium Shop das Haus, das Spielehaus. Ich glaube Lady Tremaines Herrenhaus heißt das. Da habe ich noch ein bisschen Platz hinten, da war ich noch am Überlegen, was ich da hinstellen könnte. Bin ich noch nicht so ganz einig geworden. Hier ist dann die Ursula mit dem Bogen. Ich glaube, der war aus dem Traumbündel von Ursula, wo man dann auch den Vanessa-Skin bekommt, dass sie dann hier auch an Land gehen kann. Mit diesen wie nennt sich das? Statuen, Objekten dekoriert. Auch hier nachträglich noch einige Pflanzen mehr hingestellt. Hier kommen wir dann zu dem Corona-Schloss. Wenn wir uns das mal von weitem ein bisschen anschauen. Oh, na schlecht. Corona-Schloss habe ich hier hingestellt. Glaube ich, aus dem Rapunzel-Thema auch. Hier ein paar Teppiche als Eingangsbereich genommen. Hier habe ich mal wieder diesen Main Street-Weg genommen. Was heißt mal wieder? Den habe ich viel in der Wüste genommen. Werdet ihr später dann noch sehen. Hier ist dieser Corona-Brunnen mit den Zierbüschen davor. Und hier auch diese Pflanzen. Die gab es, glaube ich, auch im Premium Shop. Ja, im Premium Shop gab es die. Diese Bäumchen. Da ist die Corona-Säule. War auch so ein Set mit dem Beistelltisch hier zum Beispiel. Und dann gab es noch einen Stuhl dazu. Auch im Premium Shop. Hier die Lampignons. Auf der anderen Seite habe ich dann nochmal einen Flügel hingestellt und einen Tisch. Dieses Glashäuschen da drüber. Hier passte sehr gut eine Bank rein. Habe ich auch noch mal das Bäumchen stehen. Eine Couch hingestellt. Das ist dann der Corona-Bereich. Nicht zu verwechseln mit dem garstigen Virus. Hier habe ich auch die Hecke aus dem Labyrinth genommen. Die andere passte leider irgendwie hinten und vorne nicht. So dass ich die dann genommen habe. Fand ich, sieht ein bisschen besser aus mit dieser Hecke. Hier ist noch einiges am Platz. Das lasse ich erst auch mal so. Ich weiß ja nicht, was in Zukunft noch so kommt, was man da hinstellen könnte. Deswegen ist das ganze Stückchen hier noch frei. Hier habe ich auch noch mal einen kleinen Weg hingesetzt und noch mal so ein Häuschen. In dem Fall haben wir hier die Krokodile. Wenn man ein bisschen näher kommt, dann kommen die auch schon mal. Hier ist noch mal mein Sauger, mein Sammler. Auch dekoriert hier mit einem Baum und dem einen oder anderen Busch noch dahin. Hier noch mal die Turmuhr, die ich auch auf der friedlichen Wiese habe. Eine Bank da vorgestellt. Das ist jetzt hier Bells Haus. Das gibt es auch. Ich glaube sogar aktuell in dem letzten Premium Update gab es das. Sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen. Bells Haus sieht wirklich sehr gut aus. Habe ich nochmal Apparat vorgestellt und Laternen. Hier so ein Wagen. Und so ein Geräte, Ständer, Wassereimer vor dem Brunnen. Der Brunnen gehört direkt zu dem Haus. Ich wollte, dass der auch ziemlich nah hier an dem Wasser steht, wegen dem Wasserrad. Also hundertprozentig ging es leider nicht. Aber ich denke, das geht auch so.
Hier wäre dann die französische Bäckerei. Ich noch mal einen Stand hingestellt mit Kuchen drauf. Zum Kaufen quasi. Hier zwei Tische und Stühle draußen mit Kuchen dekoriert. Brot und sowas gibt es ja leider nicht. Hier ist dann Rapunzels Turm. Rapunzel, lass dein Rock... Quatsch, lass dein Haar herunter. Entschuldigung. Natürlich das Haar. Hier auch einen kleinen Garten angelegt als Deko. Hier ist ihr Maltisch, den man auch prima als Werkbank benutzen kann. Daneben ihre Staffelei. Gab es auch bei Dagobert. Hier, das gehörte noch zu diesem Corona-Set mit den Säulen und dem Beistelltisch und Stuhl. Dieses Spinnrad. Hier habe ich das Quietsche-Entchen-Restaurant hingestellt. Auch im Premium-Shop nachgekauft. Mit Tischen dekoriert und Stühlen. Wie ihr seht, Details, Details, Details. Hier auch nochmal ein Grill. Und diesen anderen Grill. Hier eine Bank und diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen hier, diese Dekobüsche, Bäume, Pflanzen, keine Ahnung. Die waren schon hier mit an dem Haus bei, da dachte ich mir, ich stelle die größeren auch mal ein bisschen daneben. Hier ist so ein Blatt als Teppich, fand ich auch ganz passend dazu. Auch nochmal Dekogarten. Ein Schild und eine wie heißt das hier? Samensäckchen oder so dabei. Vogelscheuche. Da ist er. Unser Held, der Lappen. Ja. Hier habe ich einen Brunnen hingestellt mit einem Wassereimer. Hier ist auch noch ein Stück frei. Schauen, was man da später nochmal hinstellen kann. So, das war's dann, glaube ich, auch schon, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. So sieht dann also mein Valley aus. Es ändert sich auch immer mal ein bisschen was. Ein paar Kleinigkeiten kommen vielleicht noch dazu oder ändere ich um. Es gibt auch noch im Shop bei Dagobert so ein schönes großes Metallschild von Wally, das er auch in seinem Biom hat. Das hätte ich hier gerne quasi als Eingang stehen. Habe ich leider auch noch nicht. Muss ich weiter drauf warten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich das so gestaltet habe. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da. Oder schreibt auch in den Kommentaren, was euch gefallen hat, ob es euch überhaupt gefallen hat. Was ihr so gemacht habt oder Änderungsvorschläge. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht in meinem nächsten Video wieder, wo ich euch meine Insel der Ewigkeit zeige. Macht's gut und bis dann. Tschüss!